Die Krisengeschichte der Bremer Reederei Beluga spitzt sich zu. Heute hat die Staatsanwaltschaft Bremen ein Ermittlungsverfahren gegen den Beluga-Chef Nils Stolberg und gegen weitere inzwischen suspendierte Mitarbeiter aus dem Management eingeleitet. Sie alle sollen dreistellige Millionenumsätze des Unternehmens seit 2009 falsch ausgewiesen haben. Das wäre Betrug in besonders schwerem Falle. Inzwischen hat sich auch Nils Stolberg selbst zu Wort gemeldet. Nachdem er tagelang abgetaucht war, sagte er jetzt gegenüber dem Weserkurier, er wolle sich den Vorwürfen stellen. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen starten wir direkt mit der Beluga-Krise in die Sendung. Bei mir ist der Bremer Wirtschaftswissenschaftler Professor Rudolf Hickel. Schön, dass Sie da sind, Herr Hickel. Abend. Ja, das ging jetzt ziemlich schnell in den letzten Tagen, so plötzlich. Und es scheint so, als hätte die Staatsanwaltschaft durchaus ausreichend Anlass, das Ermittlungsverfahren einzuleiten. Müssen wir jetzt mit einem Haftbefehl rechnen in den nächsten Tagen? Ich glaube das nicht, aber insgesamt haben Sie völlig recht. Die Staatsanwaltschaft hat sehr hart und sehr scharf formuliert. Sie haben uns übrigens gleichzeitig die Paragraphen dazu genannt, dass es bis zu 5 bzw. 10 Jahren Gefängnis geben kann. Ich gehe davon aus, dass die Staatsanwaltschaft klare Erkenntnisse hat in die Richtung, dass in den Bilanzen bzw. der Verlust- und Gewinnrechnung, dass da es zu Manipulationen gekommen ist. Sie sagen, Sie glauben trotzdem nicht an einen Haftbefehl in den nächsten Tagen? Ich glaube das nicht. Schwierig, ich muss da spekulieren. Ich bin ja kein Jurist, ich beobachte sozusagen als Wirtschaftswissenschaftler, da übrigens sehr engagiert. Ich glaube es deshalb nicht, weil Nils Stolberg, ich vermute mal, der Satz, der heute kursiert von ihm, den ich auch für einen klugen Satz halte, der lautet, dass ich jetzt übrigens zur Verfügung stehe, mich allen Vorwürfen gegenüber zu äußern, zu stellen. Es besteht und da, ja durchaus auch Gefahr der Flucht. Ne? So ist also. Es. Und daraus schließe ich, das hat ja auch sein Rechtsanwalt, Herr Feigert, ja auch gesagt, es besteht keine Fluchtgefahr. Das heißt also, sozusagen der crucial point, also das ist eventuell die Staatsanwaltschaft auch sagen könnte, es besteht Fluchtgefahr, scheint so groß zu sein, dass Nils Stolberg meines Erachtens sehr vernünftig sofort so reagiert hat. Ich vermute, es gibt keinen Haftbefehl, sonst gibt eine insgesamt jetzt eine lange Entscheidungsfindung. Übrigens muss man dazu sagen, das ist ein relativ komplizierter Fall. Ich halte es eher für einen Wirtschaftskrimi, den man nicht auf eine Person wie Nils Stolberg auflösen kann. Ja, aber was ist da passiert? Hat sich da ein Nils Stolberg, Sie sagen, eigentlich kann man es nicht einzig und allein auf ihn begrenzen, aber hat sich da jemand einfach gnadenlos überschätzt? Was ist da passiert? Ja, ich glaube, das Geschäftsmodell von Nils Stolberg ist unheimlich knapp kalkuliert, unheimlich knapp. Und wenn da eine kleinste Komponente sich verändert, bricht er sofort zusammen. Er hat darauf gesetzt, auf die Expansion des Schwergutschifftransporters. Das sind beispielsweise Fabrikanlagen nach Indien, die da gefahren werden, beziehungsweise geschippert werden, oder Kraftwerksanlage nach Brasilien. Das war 2009, als die gesamte Schifffahrt, die genau Containerindustrie in der Krise war, war das nicht der Fall. Er hat ja 2009 noch 20 Millionen Gewinn gemacht und 2010 scheint es weggebrochen sein. Das ist die eine Seite, und auf der anderen Seite ganz vorsichtig formuliert, wir haben auch das Problem, dass Kleinanleger, die jetzt in Schiffsfonds sich eingekauft haben, natürlich auch Beluga-Schiffe haben. Und da ist offensichtlich, sind offensichtlich die Charterraten, also das ist das, was Nils Stolberg zusagt, dem Fonds, aus dem er dann sozusagen für die Anleger die Profits finanziert. Die Charterraten sind relativ hoch angeschätzt worden. Und das klappt. Das kann er jetzt gar nicht mehr leisten. Das klappt in der Phase der Expansion. Ja. Aber jetzt sind 2, 3 Dinge haben sich geändert bzw. verschlechtert. Und jetzt ist es in der Tat zusammengebrochen. Die ganz große Frage ist, ob er folgendes, wir nennen das in der Ökonomie Schneeballsystem, ob er im Grunde genommen Kapitalfonds, also Schiffsfonds benutzt hat, Kapital angezogen hat und dann dieses Kapital genutzt hat, um im Grunde genommen keine Schiffe zu bauen, sondern Verbindlichkeiten abzubauen. Ich gehe davon aus, dass er es nicht getan hat, aber das muss natürlich jetzt überprüft werden. Das muss überprüft werden, was Oaktree, der US-Investor, der jetzt das alles zutage befördert. Sie haben gerade selber gesagt, die hätten das eigentlich schon viel früher rausfinden müssen. Die haben im letzten Jahr 7 Monate lang das Unternehmen ganz genau unter die Lupe genommen. Warum ist es da nicht zutage gekommen? Es gibt 2 Hinweise. Der erste ist, warum ist 2009 die Wirtschaftsprüfgesellschaft, warum hat die damals noch ein ganz glattes, klares Attestat ausgesprochen? Das sagt zwei Möglichkeiten. Ja. Entweder die Wirtschaftsprüfer haben es nicht gefunden, sie waren zu lässig, zu nachlässig, vielleicht auch zu doof, oder es hat damals in 2009 noch keinen Betrug gegeben. Beides muss überprüft werden. Das zweite ist aber, ich traue ja Oaktree auch, ich kenne diese Fonds, ich kenne auch diesen Fonds, die sind unheimlich aggressiv. Die wollten ja,
Das hat es noch nie gegeben, dass ein Fonds sich einkauft und dann ins Management geht. Da muss die Not sehr groß gewesen sein. Und offensichtlich haben die in dem ganzen Verhandlungsprozess es nicht hingekriegt, rausgekriegt, was ist eigentlich der Wert, was ist die nachhaltige Wertsubstanz der Beluga und von da aus zu entscheiden. Ich mache auch ein bisschen den Vorwurf nach dem Motto, wir sind da mal schnell rein, wir werden da ein bisschen mit abstauben, wir gehen sowieso bald wieder raus. Und das ist völlig zusammengebrochen. Die drohen jetzt sogar mit Insolvenz. Was bedeutet das für Bremen? Muss der Bremer Senat jetzt eventuell einspringen? Naja, ich will mal so sagen, ich meine, die Insolvenz, ob die drohen damit oder nicht, ich finde die Drohung für die unangenehm, vor allem gegenüber den Kleinanlegern, die jetzt bedroht werden, die was abgeben sollen. Aber die Insolvenz wird, wenn ich so wie ich es heute sehe, wird eine Insolvenz sowieso kommen. Ja. Und eine Insolvenz ist in Deutschland in der Zwischenzeit erfreulicherweise ein sehr geordnetes Verfahren. Und in dem Verfahren wird dann geklärt, was die Gläubiger abgeben müssen, um die Kernsubstanz Unternehmens zu retten. Sollte Bremen nicht doch irgendwas tun, um das aber zu verhindern? Ich bin jetzt in der Phase, wäre es völlig falsch, und ich fand es auch nicht richtig, dass der Wirtschaftssenator zum Ausdruck gebracht hat, wir stehen schon mal mit Beteiligung zur Verfügung, zumindest für das Kabellegerschiff, was da gebaut werden soll bei der Lloyd-Werft. Zurzeit muss sich der Staat da völlig raushalten, weil man erst mal sehen muss, was ist da passiert. Und es wäre ja sozusagen abenteuerlich, wenn der Staat mit Bürgschaften da reingeht auf der einen Seite und auf der anderen Seite sich herausstellt, dass das Unternehmen in der Weise gar nicht zu retten ist. Meine These ist, wir brauchen jetzt eine klare Struktur, Rettungsplan, Insolvenz. Und wenn wir den Insolvenzplan haben, der dann abgesichert ist und hoffentlich von Wirtschaftsprüfern, die nicht sozusagen nur zwei blaue Augen haben, geprüft wird, dann kann man dazu übergehen, die Frage, wie ist das Unternehmen unterstützt werden kann durch die Politik. Denn es ist klar, die Beluga, und das ist auch nochmal ein großes Kompliment an Stolberg, der hat ja eigentlich Riesenarbeit geleistet, ist ein strategisch, wenn Sie so wollen, in Maritimwirtschaft ein systemisch unglaublich wichtiges Unternehmen. Und ich bin deshalb so engagiert, weil ich auch will, dass die 500 Beschäftigten in Bremen ihren Job nicht verlieren. Sie kennen Herrn Stolberg persönlich. Hatten Sie Kontakt in den letzten Tagen zu ihm? Sie haben gerade noch mal durchaus auch ein Lob ausgesprochen. Ja, ich habe versucht, ihn zu erreichen über eine Handynummer. Ist mir nicht gelungen. Es läuft nur die Mailbox. Ich kann das irgendwo verstehen, obwohl ich es bedauerlich finde. Ich hätte ganz gern mal mich mit ihm abgesprochen, damit man so ein bisschen Orientierung hat. Aber mir geht es natürlich auch darum, dass da jetzt eine Familie, einer, der nur gelobt worden ist in Bremen, plötzlich über ihn den Stab gebrochen wird. Man muss sich genau sehen, was an den Vorwürfen dran ist. Wenn natürlich Bilanzfälschung sich bestätigen sollte, dann gilt das Recht, das heute die Staatsanwaltschaft angekündigt hat. Ich kann nur hoffen, dass sie den Prozess rausstellt, dass es nicht so war, wie die Staatsanwaltschaft jetzt erstmal vermuten muss, um die Verhandlung aufzunehmen. Das wird ermittelt. Vielen Dank für den Besuch, Herr Professor Hickel.